Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Stellar Blade. Ja, beim letzten Mal haben wir zwei Bosse besiegt. Nämlich den im Orbit Lift und wir haben herausgefunden, wer dieser komische... Der Tiber war, der damals Taki getötet hat. Nämlich Raven, von denen wir diese ganzen Vermächtnisse bekommen haben. Sie ist anscheinend auch eine Tiber. So, wie auch immer sie das geschafft hat und sie hat, ja, Xayan angegriffen. Orkel ist auch tot und die alle hier wollen uns nun verabschieden, so wie es aussieht. Und ja, wir reden mal mit ihnen und ich denke mal, je nachdem, ob ihr die Sidequest mit ihnen gemacht habt oder nicht, stehen jetzt halt mehr oder weniger Leute hier. Ich meine, wenn ihr mit Digger zum Beispiel die Quest nicht gemacht habt, dann wird er jetzt nicht in Xayan sein. Und entsprechend wird er dann auch nicht hier stehen und mit einem reden wollen, ne? So, du bist grün, also reden wir mal mit dir. Die Erlöserin von Xayan ist hier. Welche Ehre. Vielleicht weißt du noch gar nicht, ob du die Erlöserin wirst? Du hast also die Gerüchte gehört. Gerüchte gehört? Ich bin das Gerücht, Engel. Also, was führt dich her, Engel? Ah, genau, wir können doch mal mit denen reden. Ah, wir können sogar neue Outfits hier noch kaufen. Interessant. Hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, aber gut. Auf Wiedersehen, Engel. Vermutlich war das unser letztes Treffen. Aber ich würde mich freuen, dich wiederzusehen, Liebling. Ah, okay. Ich werde versuchen, wiederzukommen. Flirtet sie mit uns? Die Stadt, sie liegt vollständig in Trümmern. Was sollen wir jetzt nur machen? Wir haben die Erinnerungen von so vielen verloren. Den Propheten, den Sentinels, Bürgern. Ich habe aufgehört zu zählen. Vergebt mir. Ich hätte mehr Menschen retten können. Nein. Der Prophet. Angeblich hat der Prophet dich aufgefordert, dein Schicksal zu erfüllen. Ich weiß nicht, was er plant. Aber wenn wir den Neytiba-Ältesten besiegen, haben wir vielleicht eine Chance, wirklich etwas aufzubauen. Aufs Schicksal, nicht wahr? Ich wünsche dir viel Glück. Ja. Eve, alles, was ich tun kann, ist singen. Und ich werde für dich singen, Eve. Freut mich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt verdient habe. Es sei nicht so, Eve. Oh. Moment, das will ich mal auschecken. Wo haben wir die denn? Weil wenn wir hier nur etwas haben, das... Ja, nice. Eine bessere Version. Mehr Damage Reduction. Hallo, Engel. Einfach alles. Alles ist ruiniert. Meine Schwester hat es hier geliebt. Vergib mir. Wäre ich nur früher hier gewesen. Schon okay. Wenigstens habe ich noch meine Erinnerungen an sie. Wir werden das durchstehen. Gemeinsam. Das hätte Mother Sphere... Nein, meine Schwester so gewollt. Kaya. Engel, bitte. Du darfst nicht den Mut verlieren, hörst du? Ganz besonders nicht, wenn du gegen einen sehr starken Neytiba antreten musst. Ja, dem Neytiba-Ältesten. Die Quelle allen Übels. Wenn dieses Ding tot ist, leben wir alle wieder in Frieden, oder? Ich werde dir helfen, so gut es mir möglich ist. Schenk du uns nur ein wenig Hoffnung. Okay, danke. Ich gebe mein Bestes, dich nicht zu enttäuschen.
Wieder irgendwas Neues? Ah, neue Modifikationen. Kaufen wir uns einfach mal, warum nicht? Haben oder nicht? Ne? Und wir haben die Kohle und all, von daher, why not? Na gut, ich muss los. Ich hoffe, du konntest bei Sisters Junk alles finden, was du brauchst. Das hätte meine Schwester gewollt. Ich weiß. Danke dir. Willkommen, Engel. Okay, der will gar nicht reden. Er hat nur neue Bücher. So wie es aussieht. Oh. Ich habe eben noch gar nicht eingekauft anscheinend. Ups. In meinem bescheidenen Lädchen bist du jederzeit herzlich willkommen. Er hat auch Outfits. Interessant. Ich bin so froh, dich zu sehen. Aaron und ich geben alles, damit das Geschäft läuft. So, die Bücher könnt ihr ja selber lesen, wenn es euch interessiert. Wird zu viel Zeit wegnehmen heute, deshalb, ja, lese ich hier nichts vor. Hey Digga. Digga, was tust du da? Eve, hallo. Ich helfe beim Aufbau der Stadt, eine meiner Spezialitäten. Und wie sieht's aus? Kommst du voran? Ich bin mir leider noch nicht sicher. Selbst in diesen Ruinen gibt es Wesen, die wie Menschen leben wollen. Und ich begleite sie dabei. Klar, natürlich. Wie ich hörte, plant ein Engel, den Nativa-Ältesten anzugreifen. Ich erwarte eine gefährliche Mission. Ich würde gern meine Hilfe anbieten. Ich kann dir einen Rabatt geben. Danke, Digga. Ich komme drauf zurück. Was hast du denn? Nix, was ich bräuchte. Ich höre ständig diesen Satz von den Leuten hier. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen, für immer. Was gerade jetzt benötigt wird, ist das Verständnis von Konzepten wie Vertrauen und Hoffnung. Danke. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen, für immer. Hat sich das nicht sonst immer gesagt, wenn jemand stirbt oder gestorben ist? Okay, brauche ich auch nicht. Hat Erna irgendwas? Sion hat ein großes Opfer erbracht. Aber du hast dafür gesorgt, dass die Stadt nicht fällt. Wir schaffen das. Es gibt Überlebende. Und außerdem haben wir den Hyperantrieb. Allerdings könnte es eine Weile dauern. Mach dir keine Sorgen um Sion. Kümmere dich um deine Mission und komm zurück. Bitte. Natürlich. Danke, Kasim. Ja, und manche von denen wären jetzt halt nicht hier, wenn man die Sidequest mit ihnen nicht gemacht hätte. Gut, dann wollen wir mal. Geht Richtung Finale. Ich weiß auch ungefähr, wo ich hinkommen will. Vorm Ende. Schauen wir mal, ob das klappt, aber eigentlich sollte das schon klappen. Haben wir eigentlich noch irgendwas? Nö. Fehlen 5 Dosen. Kann ich noch irgendwas einkaufen? Ray-Patronen holen wir uns mal lieber. Gehen nochmal hier kurz drauf. Und dann sollten wir eigentlich good to go sein.
Also brechen wir jetzt zum Nest auf? Das sollten wir wohl. Wir haben den Omega-Kern. Es ist nur... Ich frage mich, was mit Adam ist. Geht mir auch so. Er ist nicht in Zion. Wo könnte er bloß sein? Vielleicht wurde er unterwegs aufgehalten. Ich meine, an dem Akku des Hoverbikes kann es ja nicht liegen. Warte, das Bike! Genau, das Bike! Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Hä? Wir haben sowas von Glück. Adams Bike ist mit einem Peilsender ausgestattet. Er meinte doch, er hätte ihn installiert, falls er es zurücklassen muss. Lilly, kannst du rausfinden, wo es ist? Natürlich. Wollen wir dann gleich los? Ja, wollen wir. Gut, dann mal los. Okay, zum Tetrapod. Der direkt hinter euch ist. So, nur wo geht es hin? Wo wird das Nest wohl sein? Gute Frage, nächste Frage. Wir werden es herausfinden. In wenigen Momenten. Das Ödland. Es wird schwer, von hier aus mit dem Tetrapod weiterzukommen. Das ist... Ja, das ist der Weg, der zum Nest führt. Eve, du hast es bemerkt, oder? Das Signal des Hoverbikes kommt von hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich frage mich wirklich, was mit Adam passiert ist. Lilly, willst du mich auch wirklich begleiten? Ich möchte dir, soweit es geht, bei allem helfen. Du warst schließlich immer für mich da, Eve. Auch wenn wir dem Ältesten begegnen könnten? Das wäre sogar noch besser. Dieser Exosuit hat's nämlich voll drauf. Okay, danke. Gehen wir in Richtung des Signals. Ja, wo wir das erste Mal hier an dieser Stelle waren. Hier. Da war hier der Weg blockiert. Mit ganz vielen Ranken. Oder hier so grünen Gäst. Das ist nun weg. Jetzt können wir hier entlang. Das ist... Sieht aus wie ein abgestürztes Koloniemodul. Wir sollten uns mal umsehen. Ganz viele Kisten. Die wir kaputt machen können. Mit Stuff drin. Noch eine Aufzeichnung von Raven, die Zion angegriffen hat. Ich habe Angst vor dem, was hier noch verborgen liegt. Tag 109 nach dem zweiten Absprung. Vermächtnisbericht Raven. Das wird vermutlich meine letzte Aufzeichnung. Haben wir Mother Sphere nicht gepriesen, indem wir sie die Mutter der Menschheit nannten? Mother Sphere ist das Wesen, das die Menschheit vor der gesamten Auslöschung bewahrt hat und uns allen das Leben in die Wiege legte. Aber der Frieden, den wir in der Kolonie genossen, wurde nur durch das Blut an den Händen der Mutter gewährleistet. Die Rebellion, die von Mother Sphere begonnen wurde, wurde zu einem Krieg. Ein Krieg, in dem die Menschheit einen furchtbaren Preis zahlte. Die Menschen, die übrig waren, entwickelten sich zu den Nativas. Und machten sich auf den Weg zur Kolonie, zur Mother Sphere. Um die Kontamination der Kolonie zu verhindern, zerstörte Mother Sphere den Orbitalring und 30 Weltraummodule. Die Trümmer des Orbitalrings fielen zu Boden und verursachten eine Druckwelle, die über die Erde fegte. Die Zivilisation, wie wir sie kannten, fand ihr Ende. Sieh dich um, ein Planet, auf dem nur noch Nativas verbleiben.
vergesst nicht, am Beginn und am Ende des letzten Krieges steht Mother's Fear. Vergesst auch nicht, wir waren nur Bauern auf einem verdrehten Schachbrett. Das ist unmöglich! Raven hat Wahnvorstellungen. Die Nativers sind schuld, dass die Erde in Trümmern liegt. Wir sind keine Maschinen, die jemand erschaffen hat. Richtig? Eve? Bitte, sag mir, dass ich recht habe. Also ihr wirkt nicht sehr natürlich menschlich und so, ne? Ihr seid nun mal Androids. Androids sind Maschinenwesen, die erschaffen wurden. Akzeptiere es. Es gehört Adam. Ja. Wenn sein Hoverbike hier ist, bedeutet das, dass Adam auch hier ist. Ihr habt schon gesehen, eine große Fläche steht uns bevor. Wir haben hier nochmal ein Lager. Was wird das wohl bedeuten? Ihr glaubt doch nicht, wir kommen so einfach in das Nest hinein. Schon von Anfang an. Die ganze Zeit war ich nur ein Werkzeug, das dich zu ihm führt. Ja, sogar all die Vermächtnisse wurden Teil des Plans. Ich sollte dir gratulieren, dass du die Wahrheit erkannt und es so weit geschafft hast. Aber natürlich wirst du es nicht schaffen, ihm zu begegnen. Hör auf! Wage es ja nicht, von Wahrheit zu sprechen, nach dem, was du Taki angetan hast! Verstehst du es nicht? Es war Mother's Fear, die uns getäuscht hat. Ohne ihn wärst du weiter eine Unwissende. Ich habe ihm lange gedient. Ich kenne ihn besser als jeder andere. Du weißt rein gar nichts. Du verstehst nicht seinen Schmerz, seinen Zorn, sein Leid. All das Gerede, du seist die Auserwählte, endet jetzt. Lily, ich will, dass du dich zurückhältst. Das ist mein Kampf. So, nochmal ein Schwerkampf gegen sie. Ungeheuerlich, dass ich in dieser Form kämpfen muss. Der Körper einer Superwaffe erschaffen. Hey, es hat mal geklappt. Unfassbar. Die macht aber auch Schaden. Hey, erste Phase rum. Glaubst du wirklich, dass du die Mission abschließt und wieder zur Kolonie zurückkehrst als Heldin?
Bedauerlicherweise weißt du zu viel und kannst somit nicht mehr manipuliert werden. Und all die Informationen nutzen weder Mother's Fear noch der Kolonie. Du wirst ebenso beseitigt wie der andere Müll beim Untergang der Kolonie. Und das jetzt! Ich glaube, sie ist selbst verrückt geworden, oder? Au. Nein, das machst du nicht. Autsch. Mann, ich will auch solche Moves haben. Au! Das sah schmerzhaft aus, aber nicht so viel Schaden gemacht, wie ich erwartet hätte. So, komm, Tucky Mode. Mit Taki besiegt worden. Au, das sieht brutal aus. Kameraden waren oder weil ich ein Mensch bin wie du. Nur glaubst du ja nicht, dass wir Menschen sind. Deine Mainframe-Nervenfasern und deine Exospine sind beschädigt. Das bedeutet, du wirst nicht mehr kämpfen können. Du hast mir so viel genommen. Doch ich werde dir erlauben, das Ende zu sehen. In diesem Zustand. Was glaubst du, was du da tust? Für wen hältst du dich eigentlich? Du weißt nicht das Geringste. Töte mich! Töte mich! Na los, töte mich! Das wäre nicht das erste Mal. Lilly, gehen wir. Das war gerade leicht asynchron. Eve, bleib gefälligst hier! Bring es zu Ende! Eve! Eve! Jetzt ist sie ein Wurm geworden!
auf ins Nest. Und wo ist eigentlich mein Loot? Ah, haha. Das Nest. Sieht so aus, als werden hier alle Nativas geboren. Obwohl... alles wirkt so natürlich. Ich frage mich, wird echtes Leben also am Ende so geboren? Wartet am Ende des Wegs nicht der Älteste? Kann mich nicht kaputt machen zu können. Ja, ich muss sagen, das sieht schon echt geil hier aus, oder? Dieser Ort ist viel zu ruhig, aber auch irgendwie friedlich. Na, das sieht ja interessant aus. Und es löst sich auf. Der Älteste weiß bereits, dass wir hier sind. Er beobachtet uns, aber ich weiß nicht von wo. Du musst nicht hier noch runterfallen. Ich sehe keine Nativas auf der Straße. Es scheint, als solle dieser Ort unberührt bleiben. Was waren das eben für Quallenwesen? Ein Lager. Das letzte Lager des Spiels. Was haben wir denn hier noch jetzt? Ah, zwei Waffenkerne. Nice, das wird uns beim Boss auf jeden Fall nochmal was bringen. So, die stellen wir jetzt auch einfach mal noch her. Warum nicht? Oh, ein Sommeroutfit für Eve. So, so. Was, wie heißt der Schrottingenieur? Ja. Okay. Heiße Paradekleidung. Aber wie haben wir denn hier noch bekommen? Holy shit. Da ist wohl auch ein Lager im Nest. Es gehört vermutlich Raven. Es blieb ungenutzt, seit sie dem Ältesten begegnet ist und sich verändert hat. Zum Glück funktioniert es. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird unser letztes Lager sein. In der Tat. Ja, das hier ist zwar noch nicht das letzte Video, das Projekt, aber es kommt beim nächsten Video. Das hier war's mit Stellar Blade für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne also ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne bei deiner kleinen Bekundung, was gefallen hat und was nicht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet.
wenn es dann zum großen Finale von Stellar Blade geht. Bis dahin. Ciao, Leute.